Bürogebäude, was wir jetzt. Response to the incident. No one is being allowed into the area except for emergency personnel. We've been unable to confirm the precise nature of the crisis, although at least one official has suggested that it may involve terrorism. Let's go to Diego Rodriguez live on the scene. Thanks, Bill. We're being told that just before 5 p.m. today, gunfire was reported at the downtown headquarters of Armacam Technology Corporation, a major defense contractor. Now, what followed is unclear at this point. U.S. Army helicopters were seen approaching the building, but we've heard nothing since. Police are urging citizens to remain at home and say there is very little danger of the situation spreading outside of the cordoned area. Bill, back to you. That was Diego Rodriguez coming to us live from the police blockade downtown. Today's crisis at Armacam comes on the heels of a report that one of its vice presidents was kidnapped at gunpoint this morning on his way to work. Police are refusing to speculate as to whether the events are connected. Wow, Vizepräsident wurde auch gekidnappt. Schon, dass das jetzt hier kein Spasti kommt. Naja, man weiß, wie lange noch. Irgendwann wird es ziemlich ärgerlich, wenn hier dauernd nur noch solche Trottel kommen. Ja. Wieso kann ich die Waffen hier nehmen? Ja. Ah, cool. Noch so ein Kollegen. Ja. Ja, wie gesagt, das Gebäude wurde umstellt von der Polizei. Granaten nehmen. Und ja, angenommen wird ein terroristischer Anschlag hier. Ist alles schon sehr glaubwürdig hier inszeniert, das Spiel. Also, wo geht's jetzt hier weiter? Wie gesagt, wenn ihr es nicht habt, wenn ihr es noch gar nicht kennt, holt's euch. Spielt's. Richtig cooler Ego-Shooter. Ah, hier oben ist gut. Letzte hier, diese Gegner. Die sind richtig, wirklich das Letzte. Zum Glück gibt es genug Heilung hier. So, ohne Heilpakete die Sache hier, das wäre, naja, richtig nervig, sag ich jetzt mal. Ja, Perseus oder Perseus auf Deutsch. Projekt hier, was diese Paranormalität hier wahrscheinlich, wo der Ursprung ist eben, diesem Projekt. Irgendeine Telekinese von irgendwelchen Klonsoldaten. Don't shoot. My name is Norton Mapes. I'm an engineer. Ah, das ist ein Vieh. Da kriegt später einen. Das ist ja ein richtiges Rindvieh, den kenne ich auch noch. Mit der einzige Überlebende hier.
Könnte ganz lustig werden mit dem. Hello? Who are you people? The good guys. Are you alright? Oh, sure. I'm having a hell of a time. You said you're an engineer? Can you help me get into the network? What am I, an IS lackey? Tell you what, you disable the local security system, and I'll see what I can do about the server. I can disable it remotely once I'm logged in. No, you can't. It's on a separate network. Oh, die fette Sau. Ja. Back that way. Why do you want us to bring down the security system anyway? My why? Hat der Hilf, der hat der Frist. You want my help, that's the price. Wow, der ist richtig fett. Just wait here. Na gut, wir müssen jetzt irgendeinen Server finden und dieses Sicherheitssystem deaktivieren. Oh. Ach, die Dinger, ne, kann man nicht öffnen. Leider. Die sollen den finden und fressen. Obwohl, bei dem würde ich sogar sagen, dass wahrscheinlich der die Gegner frisst. Keine Ahnung. Wow. Der hat einen schlechten Tag. Ich glaube, hinten ist in seinem Büro gewesen. Anhand der Chipstüten. Ja. Schöner Stereotyp von Administrator. Wow. Sehr schön, Geheimhaltung. Naja, Mann, der säuft hier was zusammen. Oh mein Gott! Das war keine gute Idee, so lange zu warten. So, letztes Quicksave 21. Na gut, das sind wir ja. Haben wir zum Glück keine große Miese gemacht. Ja. Man kann natürlich auch richtig Zeit verschwenden bei den Spielen, die man nicht speichert. Na los, lade. Das war natürlich jetzt richtig dumm. Naja. Haben wir gerade. Oh, dann wir gleich noch ein Essen hier von diesen Heilpaketen. Haben wir ja genug, zum Glück. So, das du werde ich mir jetzt nicht nochmal alles anhören hier. Wo ist dieses Telefon? Ach, hier. So, es geht um eine. So, der Kollege wird gleich, ja, so ein blaues Wunder erleben hier. Ja, der kommt vor uns hochgeschlichen durch die Dunkelheit da hinten. Hat mich wahrscheinlich erwischt. Ist da was? Wieso überleben die das? Gibt's nie, ey.
Die Schweine. Das ist definitiv. Das wissen die doch gar nicht. Ich komme doch wieder von hier. Tot. Ist noch einer. Irgendwo in dem Raum da hinten. Was ist das hier? Dunkle Wand. Naja, euch hol ich noch alle. Keine Sorge. Ist doch gar nichts. Da komme ich gar nicht runter. Ah, die kommen bestimmt von hier vorne. Das Dumme nur, man sieht sie kaum. Ja, das Spiel schafft es ganz gut hier mit hell-dunkel-Unterschieden so ein bisschen.